Hat er? Okay. Ja, ich habe Discord nicht offen, deswegen sehe ich das gerade nicht. Vielleicht gucken wir uns das tatsächlich dann auch nach Cyberpunk im Stream mal an. Also, kein Versprechen, dass ich das komplett im Stream durchspiele, weil ich glaube, ich werde böse bei dem Spiel und das muss nicht im Stream sein. Aber wir können ja, glaube ich, da denke ich mal, im Stream ja mal reingucken. Was schmieren die denn da rum? Aber hab grad keine Lust auf Ärger. Lass die mal da drüben machen. Lauf schon weg, sie will dich aus Versehen erschlagen und dein Loot klaut? Gar nicht. WTF? Ich dachte, die überfahren mich jetzt. Die kamen so auf mich zu. Ich mach die Schlampe persönlich kalt. Ist aber nicht nett. Behaupt sie mit Kugeln! Hier, da ist eine Schießerei im Gange. Was ist tagsüber? 9:42 Uhr? Ist es tagsüber? Für jemanden, der nachts in einer Bar arbeitet? Ja. Hallo. Komm schon, Baby. Claire? Unterm Wagen. Hier ist ein bisschen rauchig drin. Raucht ihr hier? Bisschen nebelig. Ich räume mich erstmal die Bude aus. Hoffe, das ist okay. Ach so, das ist in den Spiegel schauen. Die schießen draußen immer noch. Oh, der Spiegel ist aber nicht schön. Da sehen meine Augen so leer aus. Fette Maschine. Du kennst dich aus und hast Geschmack. Darf ich vorstellen? Die Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Was ist das für ein Rennen? Irgendwelche Regeln? Nicht viele. Man fährt zu zweit. Fahrer und Schütze. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut, fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Ja. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Hat er aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Okay, Claire, du hast einen Fahrer. Okay, es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo und das letzte in Watson. Was war gerade mit ihrer Stimme los? Was springt dabei für uns raus? Die ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Ab jetzt schon Gänsehaut. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort.
Okay. Was ist hier los? Wüsten-Sandsturm, oder? Ja. Ist nicht so schön jetzt. Oh, hier ist ein Cyberpsycho. Das machen wir jetzt nicht. Wir könnten... mal zum Ripper-Dog. Guck mal, wir haben hier so viele Nebenmissionen, die wir machen können. Wir holen uns mal kurz die Tarotkarte. Wir stehen ja gerade am Schnellreisepunkt. Warte, ich muss mir bloß noch mal kurz angucken, welcher das ist, weil das sehe ich wahrscheinlich gleich nicht mehr. Rechts neben dem. Flee, willkommen in Pacifica. Das ging schnell. Warum ruft er jetzt plötzlich an? Geld wartet nicht. Wir hören uns. Muss noch weiter hoch. Ach, da. Der Eremit. Der Eremit ist die Karte der selbst auferlegten Isolation. Sie steht für die Flucht vor dem Stress und der Hektik der Stadt, für ein Abwenden von ständigen Neuerungen und hin zu Tradition und Altbekanntem. Für den Eremiten ist die Einsamkeit der Weg zum Erhabenen. Eine Straße, über die man nicht mit großen Sprüngen eilt, sondern mit kleinen, konzentrierten Schritten. Ansehen. Inzwischen sollten die Fixer von Night City wissen, dass sie auf dich zählen können. Je höher deine Street Cred, desto besser die Aufträge. Aber nicht jeder findet deinen Erfolg toll. Ruhm bringt ja auch Feinde ein. Aber wie Jackie gesagt hätte, ich habe keine Zeit für irgendwelchen Tarot-Bullshit. Vamos, weiser Mann. Okay. Hier ist nicht so schön gerade. Was hatte ich gerade gesagt, was wir machen könnten? Schon wieder vergessen. Wir könnten Takemura weitermachen. Wir könnten Mr. Hands anrufen. Das ist die Judy-Quest, die dann weitergeht. Wir gehen zurück zu Delamain. Das könnten wir machen. Wir machen mal das. Diese Stadt ist keiner so verrückt wie die Animals. Oh, falsch. Wenigstens kriegen sie Jobs. Pacifica für immer. Ja. Wir gucken uns die Quest jetzt mal an und dann... Hörst du aber. Ich bin Dino. Kümmere mich um das Stadtzentrum. Dino Dinovich. Ich weiß. Hab von dir gehört. Bist groß im Kommen. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Dino kennt jeden da draußen.
Kannst du übrigens jederzeit gerne vorbeikommen. Der Club steht dir immer offen, wenn du einen Drink brauchst. Electric Orgasm kann man nicht übersehen. Rückholaktion. Ja, da sind wir erst vorbeigefahren. Bazaar Kazaki Street, Japantown. Kann man nicht verfehlen. Der Bazaar ist oben, ziemlich weit oben. Also lohnt es sich, den öffentlichen Aufzug zu nehmen. Davon gibt es zwei, glaube ich. Okay. 25-7. Boah, die Tage haben hier 25 Stunden. Stuff habe ich eigentlich in meinem Rucksack. Ah, okay. Geht noch. Die Kinder sehen einfach aus wie geschrumpfte Erwachsene. Wir reden später weiter. Was? Mein? Du sagtest doch gerade. Was, jetzt sagt sie nichts mehr, oder was? Ich kann gerade nicht reden. Jetzt kriegen wir schon wieder einen Haufen neue Leute vorgestellt. Reicht es nicht langsam mal, was wir hier alles an Leuten kennen und für die wir Sachen machen können? Hey. Ich möchte Ihnen ein exklusives Angebot unterbreiten. Sind Sie interessiert an einer geschäftlichen Zusammenarbeit mit dem Delamain Network? Boah. Sicher. Lass mal hören, worum es geht. Ausgezeichnet. Ich werde eine Drohne entsenden, die Ihnen weitere Informationen mitteilen wird. Sie. Entschuldigen Sie bitte mein Unterbruch. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Dell, hey, na endlich. Ich könnte eine Führung. Bitte folgen Sie der Drohne. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Möglicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und sieht zu viel aus. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für Organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind die ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen sprechen. Oh Gott, die Augen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen.
anerkennen, dass die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Kahn. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Und noch mehr Nebenaufgaben. Gott, dieses Spiel. Ich glaube, wenn du dieses Spiel auf 100% spielen möchtest, da hast du zu tun. Also ich meine, ich könnte sogar verstehen, dass man das auf 100% spielen möchte, weil ich mag das bisher super gern, das Spiel. Aber es gibt halt auch so viele andere Spiele, die ich noch spielen möchte. Ich kann doch jetzt nicht nur das hier spielen. Für immer. Das ist alles, was hier... Oh, Muni. Okay, 24-Stunden-Stream? Nee, bin ich auch schon zu alt für. Also, 24-Stunden-Stream... Boah, ich hab mal... Ich hab letztens 10 Stunden gehabt. Ungeplant. Was haben wir damals gespielt? Was haben wir damals gespielt? Achso, wir hatten Dismantle, Resi 8 angefangen. Ja, ich glaube Dismantle und Resi 8 hatten wir gemacht. 6 Stunden Dismantle, 4 Stunden Resi. Das waren 10 Stunden und das war wirklich uff. Danach war ich durch. Okay, ich stelle die Verbindung zwischen Delamain und seinen zersplitterten Persönlichkeiten wieder her. Das machen wir jetzt nicht. So. Ach komm, wir machen noch die Takemura. Ach, hier ist halt auch kein... Ach, wir fahren dort kurz hin. Das geht am schnellsten. Lass mal Auto fahren, das müssen wir üben. Also, fahr fort. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte... Du kannst vielleicht helfen. Darf ich fragen, wer ihr überhaupt seid? Du und dein Mann? Am Telefon möchte ich ungern ins Detail gehen. Bitte komm vorbei, dann besprechen wir alles Weitere. Wie gesagt, die Sache ist etwas heikel. Und warum ausgerechnet ich? Gibt's einen Grund? Du wurdest uns empfohlen. Von wem? Das sage ich lieber nicht am Telefon. Können wir uns vielleicht treffen, um Weiteres zu besprechen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann.
Eigentlich bin ich schon zu beschäftigt, aber klar. Lass treffen. Also mit dem Auto kannst du viel besser bremsen. Wo stelle ich das Auto jetzt hin? Vorne, das Parkbuch. Er ist mit dem Motorrad. Takemura. Dann können wir ja beim nächsten Mal die Judy-Quest wieder weitermachen. Ist ja voll cool hier. Weil dann haben wir heute Takemura und Panam ordentlich weitergebracht. Also eine Mission jeweils. Obwohl Takemura ist ja jetzt die zweite vielleicht sogar, je nachdem, ob wir es noch schaffen heute. Dann können wir beim nächsten Mal Julie weitermachen. Und vielleicht Claire. Können wir vielleicht noch ein Autorennen machen. Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Ah, da bist du ja. Goro, schön dich zu sehen. Ich auch. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Wie lange willst du noch machen? Ich mache heute bis um 9. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend noch. Muss mit dem Wurf noch eine Runde. Schönen Abend noch, Susi. Ich hoffe, du bist gut vorangekommen, Miss Spidey. Und wir hören uns. Schönen Abend noch. Und knuddel Milo von mir. Tschüss. Was hat Yorinobu davon? Der gibt doch einen feuchten Furz auf Tradition und Ehre. Allerdings. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Kumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme, könnte ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt, im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen. Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Wo hast du diesen Splitter her? Andere Kanalseite. Kabuki? Dann könnte der wirklich was taugen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. Gut zu wissen, wie... Ofenmodus versetzt.
Es gibt noch was zu besprechen. Wir wurden entdeckt. Den Wagen zu kapern ist eine Sache. Aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Guter Plan. Du bist einfach so einverstanden? Das Risiko ist hoch. Ja, naja, ich gewöhne mich langsam dran. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Spritter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Mhm. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Funktioniert. Wir wurden einfach gerade nochmal entdeckt. Hat super funktioniert. Das wird überhaupt nicht schief gehen oder so. Und? Ich bin eine Diebin, oder? Sagst du doch immer. Nicht ohne Grund. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Erstmal essen? Gute Setz. Idee. Ich habe auch Hunger. Ich habe gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yakitori. Irgendwas, das nicht von hier ist. Wir müssen wieder zum Asiaten. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Er braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Er ist nicht auf der Höhe, klar. Aber selbst ohne Implantate könnte er uns fertig machen. Woher willst du das wissen? Hast du ihn in Aktion gesehen? Nein, ich weiß es einfach. Er geht. Sein Blick. Wir reden später weiter. Was ist das? Yakitori. Sieht gut aus. Hey! Okay, ich habe alles durchgeplant. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Fünftens. Oda macht uns kalt und pisst auf unsere Leichen. Er wird Hanako zu keiner Zeit allein lassen. Oda wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Was ist mit mir? Das ist etwas anderes. Du solltest dich von ihm fernhalten. Ja, der mochte mich erst nicht so. Naja, klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres, als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns.
Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine. Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Er hat voll mit den Augen gerollt. Und du, deinen Fähigkeiten, mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Hoch, lauter, lauter! Jörin Hoppe. Und die Sicherheitskräfte in Night City verdoppelt. Präsidentin Mayas verstand dies als das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht. Eine offene Provokation der LUNE und Militär. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine... Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktionen, die Machtkämpfe, das alles ist so. Ich habe auch Hunger. Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wurde in Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkel. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu? Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Prioritäten. Essen. Vielleicht zwei auf einmal. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern. Solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir, Weh. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerden Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik. So schlecht hat das gar nicht geschmeckt.